Die Modellbezeichnung CB existiert bei Honda seit 1959 und brachte 1969 mit der CB 750 vor den ersten der legendären Vierzylinder-Reihenmaschinen auf den Markt. Mit der CB 1100 EX frischt Honda seit vergangenem Jahr diese legendären Reifenspuren erfolgreich auf und bringt ein technisch aktuelles Bike im Retro-Style der 70er auf den Markt. Eine besondere Bedeutung im Falle der CB 1100 ist die Optik. Die klassische Linienführung wird insbesondere durch den formschönen Tank geprägt. Die freistehenden Doppelinstrumente verkörpern den Retro-Look. In der Materialauswahl und verwendeten Technikkomponenten wurde qualitativ nicht tief gestapelt. Der klassische Rundscheinwerfer und das Rücklicht leuchten in LED-Technik. Show war Federelemente, eine Anti-Hopping-Kupplung, eine 41er voll einstellbare Telegabel von Showa, eine Gabelbrücke aus glänzendem Aluguss und aus Aluminium gefertigte Narben, in denen Edelstahlspeichen verspleißt sind, runden das optische Gesamtpaket ab. Der 1100er Motor leistet 66 kW 90 PS bei 7500 Umdrehungen und sorgt mit seinen 91 Newtonmeter Drehmoment für satten Durchzug.